Yo Leute, was geht ab? Jeder will irgendwie Rapper werden. Keine Ahnung wieso, aber jeder rappt zurzeit eigentlich. Ich weiß nicht, ob es denen Spaß macht oder ob die einfach, reich werden wollen. Keine Ahnung. Wie gesagt, Momo News kennt jeder. Jeder kennt seine witzigen Videos von Instagram. Soweit ich weiß, hat er auf YouTube nie was gemacht gehabt. Also keine YouTube-Videos, sondern nur diese kleinen Insta-Clips auf Facebook und auf Instagram. Wie gesagt, der Junge hat 297.000 Abonnenten auf Insta auf jeden Fall und hat jetzt verkündigt, dass er einen fetten Label-Deal unterschrieben hat. Ich weiß nicht wo oder so, das Ganze wird sich noch zeigen. Auf jeden Fall hat er 40.000 Euro Handgeld bekommen und keine Ahnung, noch eine Summe auf sein Konto überwiesen oder so. Ich weiß es nicht. Es scheint auf jeden Fall ein stabiler Deal gewesen zu sein. Die 40.000 hat er in 500 Scheine auf jeden Fall verlost. Das Ganze blende ich euch nochmal ein. Was geht ab, Freunde? Momo News, wie alle schon über meine Story mitbekommen haben, ich werde einen komplett anderen Weg einschlagen und das wäre nie ohne euren Support möglich gewesen. Ich habe gestern einen hammerkrassen Vertrag unterschrieben, Freunde. Ich habe laut Vertrag 40.000 Euro Handgeld im Voraus bekommen, das ist die Summe hier auf dem Tisch, inklusive eine fette Summe auf dem Konto, und die Summe hier auf dem Tisch ist ein Witz gegenüber die Summe auf meinem Konto. Und ich habe mir gedacht, weil ihr mich jahrelang supportet habt und das ohne euch nie möglich gewesen wäre, Freunde, verlose ich die 40.000 an 80 von euch. 40.000 geteilt durch 500 sind 80. 80 von euch haben jetzt die Chance, 500er zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, ganz einfach. Auf meinen YouTube-Kanal gehen, der in meiner Bio oder Story ist, hochwischen, abonnieren, Glocke aktivieren und zwei Freunde unter dem Video markieren, Freunde. Viel Glück, ich liebe euch, vielen, vielen Dank und Augen auf 19 Uhr heute, Leute. Dann wisst ihr, welchen Weg ich einschlage. Peace. So, also wer mitmachen will, muss einfach kommentieren. Ein paar Stunden später hat er auf jeden Fall seine Hörprobe veröffentlicht zu seinem Song. Der Song heißt Baller. Hier hat er so eine Hörprobe von Roten C Coupé gedreht. Ich weiß nicht, ob es ein C63 ist, habe gar nicht drauf geschaut. Keine Ahnung. Hört sich eigentlich ganz stabil an. Ist nicht so, dass ich es niemand gönnen würde. Ich gönne es ihm auf jeden Fall. Aber irgendwie wird jeder Rapper, keine Ahnung. Aber am Freitag kommt auf jeden Fall seine Single raus. Momo News, Baller. Mal schauen, wie das Ganze wird. Ich hätte vielleicht gedacht, dass er sich noch einen anderen Künstlernamen ausdenkt. Statt Momo News, keine Ahnung, nur Momo oder so. Oder Momo Rapper, keine Ahnung. Auf jeden Fall kommt seine Single am Freitag. Und Mois haut eine neue Single raus. Auge, Augen wird die heißen. Ich denke, es wird auch ein geiler Track sein. Auf jeden Fall, trotz dessen, dass der gerade gut gefickt wird von YouTube. Ich meine, sein Abo-Button ist weg. Er kann nicht gescheit Promo machen. Ganz Zeit Strikes und so. YouTube sortiert auf jeden Fall auch. Seid auf jeden Fall gespannt auf diese zwei Tracks. Was sonst noch Freitag rauskommt, habe ich noch gar nicht geschaut. Vielleicht wird der Freitag auch stabil werden. Ja, ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, dass jeder Rapper wird, dass Momo News jetzt Rapper ist. Er hat auf jeden Fall alle seine alten Posts gelöscht und verkündet, dass er meinen Weg einschlägt, das Ganze als Rapper. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Dann warten wir einfach ab bis Freitag. Geben uns das Video. Ich hoffe, das Video wird auf jeden Fall qualitativ auch hochwertig sein. Ich denke mal schon. Aber wie gesagt, bleibt alles abzuwarten. Ansonsten, das war es eigentlich auch schon vom Video. Ich würde sagen, dann warten wir bis Freitag. Und dann gibt's Reactions.